Der Vortrag heute, wie hoffentlich ihr wisst, die hergekommen seid, ist ein Vortrag zum Thema Sangha. Es ist klar, dass Leute, die zu diesem Vortrag kommen, so unterschiedliche Vorkenntnisse im Buddhismus haben. Dass einige viel wissen, einige nicht so viel und einige vielleicht sehr wenig über den Buddhismus. Vermutlich aber wissen die meisten von euch, dass im Buddhismus es um den Buddha geht, um Buddhaschaft, um Erleuchtung, um Nirvana. Ja, das Ziel des Buddhismus ist Erleuchtung unter Bodhi. Man kann es auch anders formulieren. Der Sinn des Buddhismus besteht darin, sich vollständig umzuwandeln, so dass statt ein gewöhnlicher Mensch zu sein, man ein erleuchteter Mensch wird, ein erleuchtetes Wesen wird, ein Buddha. Und das stellt effektiv implizit die Frage, was ist Erleuchtung? Die traditionell sozusagen korrekte Antwort ist, man kann diese Frage nicht beantworten. Es ist undefinierbar, was ein Erleuchteter ist. Und der Grund einfach, weil man selber Erleuchteter sein muss, um zu verstehen, was Erleuchtung bedeutet. Um zu verstehen, um eine Antwort zu geben, um eine Antwort selber zu verstehen. Ihr werdet vermutlich aber, wie ich, der Meinung sein, dass diese korrekte Antwort nicht sehr hilfreich ist. Und dass man keine genaue Antwort geben kann. Also, probieren wir mal eine ungenaue Antwort, eine nicht ganz korrekte Antwort. Das heißt, ein Hinweis, eine Andeutung von dem, was Erleuchtung sein könnte. Also wir dürfen sagen, insoweit wir überhaupt etwas über Erleuchtung, über Nirvana sagen dürfen, wir dürfen sagen, dass Erleuchtung ein dynamischer Zustand ist. Ein dynamischer Zustand des höchsten vollkommenen Seins. Oder vielleicht etwas emotionaler ausgedrückt, oder besser gesagt, in Begriffen von Emotion. Es ist perfektes Glück. Eine unvorstellbare Freude. Eine unvorstellbare Freiheit. Eben vor kurzem habe ich eine Passage in einem modernen Werk über das Ziel des Buddhismus, sprich über Erleuchtung, gelesen. Und da wird deutlich gemacht, dass in den späteren Texten, in den Texten des Mahayana-Buddhismus, vieles von dem, was häufig als theistische Einflüsse, als Himmelsbeschreibungen gegeben wird, nur eher ein Versuch ist, diese unvorstellbare Freude durch Bilder und Symbole zu vermitteln. Also es ist eine Freude, die anscheinend so groß, so komplett ist, dass man mit so hunderte von Seiten von Text mit den Freuden damit beschreiben kann. Eine traditionelle Art anzudeuten, was Erleuchtung ist, beschreibt das Ziel im Sinne von Weisheit, Mitgefühl und Energie. Oder, wenn man will, Macht. Eine uneingeschränkte Macht. Nicht Macht über andere Menschen, sondern Möglichkeiten. Als absolute Weisheit und als bedingungsloses Mitgefühl. Und hiermit verbinden wir uns mit den zwei Themen, die wir früher in diesem Trimester besprochen haben. Mit dem Thema Buddha, was im Monat September Bodhimitra besprochen hat. Also mit der historischen Persönlichkeit des Buddha und mit Buddhaschaft selber. Und mit dem Dharma, was Jayachitta im Monat Oktober besprochen hat. Mit dem Weg, mit den Prinzipien, mit den Methoden, die zur Erleuchtung führen. Oder mit dem Pfad der unbegrenzten spirituellen Entfaltung, wie man es auch nennen kann. Und diese zwei, Buddha und Dharma, zusammen mit dem Sangha, mit dem Thema von heute, bilden die sogenannten drei Juwelen. Warum drei Juwelen? Warum genügt es nicht, ein Juwel zu haben, den Buddha? Vielleicht erst, warum überhaupt Juwelen? Warum spricht man von Juwelen? Ist das nicht etwas materiell? Und die Antwort ist ja, innerhalb, wenn man will, innerhalb der materiellen Welt, ist ein Juwel traditionell das wertvollste stoffliche Ding, mindestens bevor man Kunststoffe hat. Und die drei Juwelen sind die wertvollsten spirituellen Dinge, in Anführungszeichen. Sprich, das höchste Ideal im Buddhismus. Also der Buddha als Beispiel oder Verkörperung des Ziels der Vollkommenheit, der Möglichkeit eines Menschen, sich zu vervollkommnen. Dharma als Weg zu diesem Ziel. Es ist ziemlich klar vermutlich, warum diese zwei Phänomene Juwelen genannt werden, spirituelle Juwelen genannt werden. Es ist vermutlich ziemlich klar, warum eine Vorstellung vom Ziel und vom Weg höchst wertvoll sind für denjenigen, der spirituell streben möchte. Aber warum Sangha?
Sangha bedeutet buchstäblich Versammlung. Eine etwas bessere Übersetzung ist spirituelle Gemeinschaft. Aber weshalb soll das ein Juwel? Warum genügen nicht die anderen zwei? Wozu braucht man eine Gemeinschaft, um spirituell zu wachsen? Und sowieso klingt nicht spirituelle Gemeinschaft ein bisschen wie ein buddhistisches Kirchengemeinde. Es hilft hoffentlich, wenn wir zwei der Bedeutungen vom Wort Sangha etwas näher anschauen. Es gibt mehr Bedeutungen, aber die zwei Bedeutungen, die für unsere Zwecke am wichtigsten sind, sind erstens Sangha im Sinne von der Gemeinschaft aller, die sich entschlossen haben, den Weg zu erleuchten zu gehen und die auf dem Wege sind, sprich all diejenigen, die tatsächlich praktizieren, die nicht nur davon intellektuell überzeugt sind, dass es eine gute Sache wäre, sondern so weit überzeugt sind, dass sie tatsächlich was tun. Und das nennt man den Mahasangha, die große Versammlung. Groß aus dem sehr einfachen Grund, weil es aus sehr, sehr vielen Leuten besteht. Also nicht groß im Sinne vom Großdeutschen Reich oder sowas ähnliches. Im zweiten Sinne von Sangha, man spricht vom Arya-Sangha, vom edlen Sangha oder der hohen Gemeinschaft, derer, die so weit auf dem Pfade gekommen sind, dass sie nicht zurückfallen können. Sie können nicht zurückfallen von ihren Errungenschaften, wenn man will, weil sie schon echte Einsicht erlangt haben. Einsicht in die Wahrheit, Einsicht in die wahre Natur der Wirklichkeit. Und durch so eine Einsicht haben sie sich im tiefsten Wesen, in Anführungszeichen, ihres Seins verwandelt. Wenn das Wort Gemeinschaft immer noch problematisch für dich ist, aus dem Grund, das ich erwähnt habe, oder aus irgendeinem anderen Grund, vielleicht klingt es einfach als Synonym für Gruppe oder Gruppierung, dann kann ich nicht heftig genug betonen, nicht stark genug sagen, dass Sangha, spirituelle Gemeinschaft, keine Gruppe ist. Es ist keine soziale Gruppe in dem Sinn, dass wir es kennen. Und wenn trotz dieser Beteuerung das Wort Gemeinschaft bloß wie eine Variante am Wort Gruppe klingt, dann lass es mit dem Wort. Und sag stattdessen Bruderschaft oder besser noch einfach das Wort Sangha. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir klarer werden können, wenn wir untersuchen, wer die sogenannten Mitglieder des Sangha sind, diese Bruderschaft, diese Nicht-Gruppe. Und die Antwort ist, die sogenannten Mitglieder der Sangha sind individuelle Menschen, sind Individuen, die sich auf dem Wege nach Erleuchtung begeben haben. Es sind einzelne Menschen, die eine tiefgehende, doppelte Entscheidung getroffen haben, eine Entscheidung getroffen haben und mindestens zum Teil vollzogen haben. Und erstens, dieser Mensch wird sich entschieden haben, dass er sein Glück nicht in der normalen Welt, nicht im normalen Leben zu finden hat. Also von Anfang an ist er ein Außenseiter. Und es ist vermutlich nicht nur eine Kopfentscheidung, sondern eine heftige Reaktion, so dass man wirklich nur sagen kann, dass für ihn die Welt zum Kotzen ist. Zu sagen, dass die Welt ihn nicht befriedigt, ist viel zu schwach. Sie ekelt ihn an, höchstwahrscheinlich. Mindestens ekelt es seine bessere Seite an, sein Edelmut, sein Idealismus, seine spirituellen Bestrebungen, seine Hoffnungen, eigentlich seine Menschheit. Die Welt, wie wir sie kennen, kann einen Menschen ganz und gar nicht voll befriedigen. Sie ist grundsätzlich unbefriedigend. Und ein Mensch kann das einsehen, kann sehen, dass das normale Dasein niemandem in seinem tiefsten Herzen befriedigen oder erfüllen kann, weil es eigentlich schal, leer und ohne Bedeutung ist. Und so eine Einsicht kann dazu führen, dass man einen Schluss fasst, die Welt zu verlassen. Damit meine ich nicht Selbstmord, meine ich nicht, dass man ein Landstreicher wird, noch ein Junkie, noch ein Klein- oder Großkrimineller wird. Die sind nur Varianten an Wirklichkeitsflucht. Es ist eher ein inneres Abwenden, was ich meine. Dass man innerlich die Welt verlässt. Man verlässt die gewöhnlichen, weltlichen, konventionellen Ansichten. Man gibt Handlungsarten auf. Man hinterlässt die übliche Moral. Und vielleicht auch äußerlich. Und letztendlich kann es sein, dass man alles aufgibt. Äußerlich Sachen aufzugeben, kann es viel leichter machen, innerlich Sachen aufzugeben. Was ich hier beschreibe, ist das Fortgehen
das Fortgehen in die Heimatlosigkeit in der buddhistischen Tradition. Diese buddhistische Tradition, die FEBO, nimmt es sehr ernst. Es spielte eine Schlüsselrolle im Leben des Gründers dieser Bewegung, Sangharakshita, der 1947 in Nordostindien nach sehr traditioneller indischen Art und Weise das getan hat, seine zivile Identität zerstört hat, all seine Ausweise und Papiere verbrannt hat, alles verschenkt hat, außer Kleidung auf seinem Rücken, und losgegangen ist, alles zurückgelassen, um die Wahrheit zu suchen. Und auch wenn wir es nicht so radikal machen wie dieser Fall, wird die Entscheidung, wird die innere Änderung eine äußere Wirkung haben. Weil wenn man anfängt, innerlich wirklich anders zu sein, wird die Ethik anders. Zum Beispiel, wenn man andere Werte entwickelt, Werte von Gewaltlosigkeit, wird es eine Auswirkung haben auf die Art, wie man mit anderen Lebewesen umgeht. Sprich, es ist sehr wahrscheinlich, dass man Vegetarier wird, was höchst sichtbar ist. Oder sollte man tatsächlich die Leerheit des gewöhnlichen Daseins einsehen, wirklich einsehen, dann wird es kein fieberhaftes Jagd mehr nach Geld geben, nach Macht, nach Prestige, Karriere und Sicherheit. Keine Jagd mehr nach Vergnügen. Oder sogar nicht nach den schönen Künsten, nicht nach Familie, nicht nach Ehe, nicht nach Freundschaften und sogar nicht nach gehobenen spirituellen Zuständen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zum zweiten Aspekt, diese Doppelentscheidung des Individuums. Also was ich bis jetzt beschrieben habe, ist eine Bewegung weg vom Mundanen, weg vom Weltlichen. Aber es ist eine doppelte Bewegung, es ist auch zum Höchsten, sprich zur Erleuchtung hin. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, dass sogar die feinen Künste und gehobene spirituellen Zustände an sich keine letztendlichen Ziele sind. Nur das Allerhöchste dient als Ziel für so einen Menschen. Wenn man bloß weg von der Welt geht, hat man nicht notwendigerweise eine Richtung. Es ist ein bisschen wie ein Mensch, der einen Schrecken sieht und rückwärts immer weiter und weiter weg davon geht, seine Augen auf die Gefahr oder auf das Ekelhafte oder auf das Schreckliche fixiert und rückwärts geht. Er hat eine große Auswahl von 360 Grad, in welche Richtung er geht. Und wenn er nicht vorsichtig ist, stolpert er in eine Schlangengrube. Es erinnert mich ein bisschen an einen Film mit Woody Allen, in dem er ein Gefangener ist in einem Straflager in Alabama. Und die müssen so auf den Straßen arbeiten. Und die große Flucht passiert. Es gelingt ihnen nicht besonders, aber es passiert. Und man sieht so einige Minuten lang eine Szene, wo ungefähr 4 oder 5 Gefangenen mit so Beinketten aneinander gekettet sind und humpeln die Straße entlang. Und eindeutig fliehen sie vom Gefängnis. Die haben auch eindeutig keine Ahnung, wohin sie wollen. Naja, vielleicht wollen sie nur die Straßen von Alabama erforschen. Die Richtung im buddhistischen Kontext wird aber von den 3 Juwelen gegeben. Das heißt, man begibt sich sehr bewusst zu den 3 Juwelen. Und genauso wie die erste Entscheidung sehr traditionell ist, die Entscheidung fortzugehen aus dem Unbefriedigenden, ebenso ist die zweite Entscheidung so traditionell und aus sehr guten Gründen, weil es so wertvoll ist, die Zufluchtnahme zu den 3 Juwelen. Dass man zugibt, dass man fliehen muss, wenn man überhaupt etwas Grips hat. Es ist sehr aktiv, man geht zu den Zufluchtsorten, welche die 3 Juwelen darbieten. Man hat was Besseres gefunden, was echte Befriedigung mindestens verspricht. Also vielleicht ist es etwas klarer, was Sangha ist. Dass Sangha aus Individuen besteht, aus einzelnen Menschen, die, jede für sich, die Welt Ade gesagt haben, mindestens in ihrer normalen Art und Weise, um das, wenn man will, Überweltliche, das echt Befriedigende, das Höchste zu erreichen, um Erleuchtung zu erlangen, um Zuflucht zu den 3 Juwelen zu nehmen. Man könnte sagen, dass jeder dieser Individuen einen Treuschwur oder einen Eid abgelegt hatte, wie ein mittelalterlicher Ritter seinem Herrn eine Treueschwur schwört. Der Ritter, hoffentlich unerschütterlich, wird lieber sterben, statt seine Ehre zu beflecken, indem er seine Treue verriet. Und auf diese Art und Weise, das Individuum, das diese Doppelentscheidung tief innerlich getroffen hat, hat auch etwas, ja, was ihm lebenswichtig ist.
aber seine Treue ist nicht einem weltlichen Herrn oder Fürsten gegenüber. Es ist vielleicht eher einem Gral vergleichbar, den drei Juwelen. Vielleicht sagt jetzt einer, halt. Ja, Treue der Suche nach Erleuchtung, dem Dharma, dem Buddha, fein, gut, aber immer noch, warum Treue dem Sangha gegenüber, der spirituellen Gemeinschaft? Und die Antwort ist sehr klar, sehr nüchtern. Es sagt sehr viel über unsere Situation als Menschen, als bloß Menschen. Ganz einfach, weil ohne Sangha es nicht geht. Ohne Sangha bleibt Dharma, kann man mit Dharma wenig anfangen. Weil der Pfad so schwierig, so tückenreich ist, dass es fast unmöglich ist, es alleine zu schaffen. Na, vielleicht haben einige von euch das Wort fast aufgefasst, als ich fast unmöglich gesagt habe. Ich weiß, dass ich das gemacht habe bei meinen ersten, als ich Vorträge und Bücher zum ersten Mal aufgenommen habe über Buddhismus, weil der historische Buddha, einige sehr außergewöhnliche Individuen, das schaffen. Wenn du davon überzeugt bist, dass du so außergewöhnlich bist, dass du es ohne spirituelle Gemeinschaft schaffen kannst, vielleicht stimmt es. Aber für die überwältigende Mehrheit geht es nicht ohne die Hilfe der spirituellen Gemeinschaft, der Sangha. Einfach gesagt, ohne spirituelle Gemeinschaft kein echter Fortschritt. Noch einfacher gesagt, ohne Sangha bleibt der Buddha bloß Geschichte. Ein unrealisierbares Ideal. Dharma bleibt nur Theorie, ist kein Weg. Um die zwei Juwelen zu verwirklichen, um die zwei Zufluchtsorte zu benutzen, braucht man den Sangha. Der Wanderer auf dem Pfad braucht Hilfe. Der Ritter, der den Gral findet oder den Drachen besiegt, hat immer, mindestens in den Geschichten, die ich kenne, hat immer ein Zaubermittel oder eine magische Qualität. In dem buddhistischen Abenteuer ist das Zaubermittel der Sangha. Der Sangha gibt Inspiration. Für Dharma benutzen wir sehr häufig das Bild vom Pfad in allen buddhistischen Traditionen. Und es ist ein sehr gutes Bild dafür. Und es ist ein Pfad, der durch sehr schöne Landschaften geht, über schwierige Berge geht und manchmal durch eine Wüste geht, durch eine spirituelle Wüste. Und in der Wüste braucht man Sangha, man braucht die Inspiration vom Sangha, damit man nicht sozusagen innerlich austrocknet. Sangha gibt auch Rat, weil im Sangha gibt es Menschen, die mehr Erfahrung haben, die vielleicht genau dieselben Schwierigkeiten mal erlebt haben und eine Lösung gefunden haben. Der Sangha kann Rat geben. Also ich habe so Rat von anderen im Sangha sehr hilfreich gefunden in Sachen Meditation, was vielen von uns so angeht. Und mit anderen Praktiken, um besser zu sehen, wo man eigentlich auf dem Weg ist, damit man selber besser entscheiden kann, was die nächsten Schritte sind. Man braucht den Sangha auch für Ermutigung. Einfach weil die meisten von uns als Menschen sehr leicht entmutigt werden. Wir haben vielleicht zu viel vorgenommen. Wir haben vielleicht vorgenommen, dass wir dreimal täglich meditieren werden. Und erstaunen, landen wir auf die Nase. Da vermutlich nicht buchstäblich in der Meditation, es sei denn, dass wir es normalerweise 3 Uhr früh machen und wieder einschlafen, aber dass wir im übertragenen Sinne auf die Nase landen. Wir brauchen Ermutigung wieder. Wir brauchen auch Ermutigung, weil häufig wir einfach faul werden. Oder sehr ähnlich, sehr eng damit verbunden, weil wir zu geschäftig werden. Dann brauchen wir auch Ermutigung, wieder wirklich zu üben, zu praktizieren. Das heißt, wir brauchen andere Menschen im spirituellen Leben. Sie wirken auf uns manchmal wie eine kalte, erfrischende, belebende Dusche, nachdem wir zu lange in den Tropen gewesen sind. Wenn wir vom Pfad ins Dickicht abwandern oder in den Sumpf abwandern, mahnen sie uns, hoffentlich auf freundliche Art und Weise. Es kann sein, dass wir Sangha brauchen, um uns zu demütigen. Es kann sein, dass wir Sangha brauchen, um uns mutiger zu machen. Die meisten von uns, die länger üben, merken, dass wir sehr häufig zwischen zwei nicht sehr hilfreichen Extremen schwanken. Zwischen einer Überheblichkeit, auch wenn sehr subtil, weil mit etwas Erfahrung weiß man, dass es nicht sehr geschickt oder höflich ist, Überheblichkeit zu zeigen, mindestens zwischen einer inneren Überheblichkeit, wenn es uns gut geht, und sehr starken Selbstzweifeln, wenn es uns nicht so gut geht. Der einen Seite sind wir ein bisschen wie ein Politiker, der große Versprechen macht, so vor dem Wahlkampf.
Wir werden gewinnen. Ja, wir werden gewinnen. Was die Meinungsumfragen sagen, dass wir nur 5% haben, das stimmt nicht. Wir werden gewinnen. Also, das ist ein Extremes, könnte man sagen, der Politiker vor der Wahlnacht. Die andere Seite, die Selbstzweifel, das ist eher so eine Selbstkasteiungsbild. Ich weiß nicht, wie viele die Bilder der nördlichen Renaissance in Brügge kennen, wo ein düsteres Bild in dem Museum dem nächsten düsteren Bild folgt, mit Selbstgeißelungsszenen. Also wir pendeln zwischen Politik und Selbstgeißelung, könnte man sagen, sehr häufig in der spirituellen Leben. Das hilft nicht sehr. Und durch Freunde im Sangha können wir lernen, die tatsächlichen Schwächen zu erkennen und nicht stattdessen große Selbstzweifel zu hegen. Wir können unsere tatsächlichen Stärken einsehen und zugeben und nicht nur groß plaudern. Also wie sind wir dann mit diesen anderen Menschen verbunden, die wir brauchen, mit den anderen im Sangha verbunden? Ich habe fast am Anfang gesagt, dass wir keine Gruppe im gewöhnlichen sozialen Sinne bilden, dass der Sangha keine Gruppe ist. Es ist keine Gruppe, in der unsere Individualität aufgeht. Ich erinnere euch, es ist eine individuelle Entscheidung, den Rücken zur Welt zu kehren und sich dem höchsten, schwierigen Ziel der Erleuchtung zu widmen. Aber zweitens, der Sangha besteht nicht aus Individualisten. Es besteht nicht aus isolierten Monaden. Die Mitglieder der Sangha sind keine abgeschotteten Einzelgänger. Wir brauchen einander für Inspiration, für Rat, für Ermutigung, für Ernüchterung. Die Lösung ist theoretisch sehr einfach, die Praxis ist eine andere Sache. Jeder bewahrt und erfaltet seine Individualität, aber in voller Eintracht mit den anderen. Sie alle wahrnehmen, mit ihnen im lebhaften, klaren und intensiven Kontakt sein. Die Worte fehlen mir an diesem Punkt. Man müsste so Kunstworte erschaffen, erfinden und sprechen von einer Art von Gemeinschaftlichkeit. Das ist, was man schaffen möchte. Eine Art von inneren Geist innerhalb dieser Nicht-Gruppe. Eine Kommunalität, könnte man sagen. Ein Vergleich, was manchmal in dieser buddhistischen Bewegung gemacht wird, ist mit einem Musiker. Ein Musiker, der sozusagen gleichzeitig, im gleichen Augenblick, Solist wäre und Ensemble spiele. Als Solist geht er immer tiefer und tiefer in die Musik ein. Als Spieler in einem Ensemble muss er immer harmonischer und harmonischer mit den anderen zusammenspielen. Also keine Primadonna sein und keine gesichtslose Marionette, keine Schachfigur. Also wie funktioniert dies? Wie kann man gleichzeitig so eine Tiefe und so eine Harmonie zustande bringen? Und ich zögere, Antwort zu sagen, aber die Richtung der Antwort, die allgemeine Antwort, ist, indem man lernt, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Echt zu kommunizieren. Bedeutsam zu kommunizieren. Also nicht bloß Kontakt mit anderen Menschen zu pflegen, nicht nur mit anderen Menschen zusammen zu sein, obwohl Kontakt nötig ist, obwohl sehr häufig Zusammensein nötig ist. So eine Kommunikation ist nicht bloß ein Austausch der Informationen, obwohl häufig klarer Informationsaustausch da drin steckt. Was nötig ist, unter anderem, ist ein Fluss von positiver Emotion, von Großzügigkeit, von Wärme, obwohl auch dies auch nicht ausreicht. Also was muss da sein, damit es eine Kommunikation ist, die über die Ebene von einer Maschinensprache hinausgeht? Was da sein muss, ist eine dringende, wirklich dringende, radikale Öffnung, eine gegenseitige Öffnung, eine Empfänglichkeit und Empfindsamkeit füreinander. Und diese Öffnung und Empfindsamkeit muss auf der Grundlage des gemeinsamen Ideals beruhen. Auf der Grundlage des gemeinsamen Ideals der Erleuchtung und des Dharma, des Weges. So eine Offenheit, Empfindsamkeit, Empfänglichkeit ist eine Herausforderung. Es birgt Risiken. Ja, es ist eine waghalsige, sogar gefährliche Offenheit für den anderen, die er mit gleicher Münze sozusagen antwortet. Und beide sind bereit, so zu handeln, weil sie dieselben hohen Ideale teilen. Es schließt eine gemeinsame Erforschung des Bestmenschlichen und des Spirituellen auf Grundlage einer spirituellen Harmonie ein.
Ich hoffe, dass, auch wenn dies vielleicht sehr abstrakt klingt, dass mindestens klar ist, dass Kommunikation in diesem Sinne von so einer intensiven, gegenseitigen Öffnung und gegenseitigem Verständnis viel, viel, viel mehr ist als ein bloßer Austausch von Höflichkeiten, als unverbindlicher Kontakt, als ein lockeres Gespräch oder was sonst so häufig als Kommunikation gilt. Ein Beispiel aus dem Leben des historischen Buddha. Ein Beispiel, was eigentlich wieder und immer wieder passierte, von dem, was wir wissen. Der historische Buddha verbrachte sehr viel Zeit einfach auf der Wanderschaft in Nordostindien und wanderte von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Und er begegnete vielen Menschen. Anscheinend war er entweder sehr attraktiv, sodass Menschen auf ihn zugekommen sind, oder er hatte einfach eine Neigung, sowieso Menschen anzusprechen. Und er kam ins Gespräch mit anderen Menschen, häufig mit einem anderen alleine auch. Und nachdem die traditionellen Höflichkeiten ausgetauscht wurden, ging das Gespräch, nach den Dokumenten, die wir haben, häufig tiefer und immer tiefer, sodass es immer wesentlicher wurde, immer mehr um das Eigentliche ging. Um die Existenz. Was ist das Leben? Um Tod. Um den Sinn des Lebens. Und der Begegnete wurde im Kern seines Wesens, Wesen in Anführungszeichen, in Frage gestellt. Na, selbstverständlich. Konnte er, kann ich ausweichen, wenn irgendjemand mich in Frage stellt. Aber wenn dieser Mensch nicht ausgewichen ist und reif ist, war, dann passierte eine umwälzende innere Revolution in ihm, was der spätere Buddhismus das Umdrehen im tiefsten Sitz des Bewusstseins nannte. Umdrehen im tiefsten Sitz des Bewusstseins. Es war eine Einsicht, die er ausdrücken musste. Eine innere Revolution, wie ich gesagt habe. Manchmal eine Vision, manchmal in Versen und manchmal so. Es ist erstaunlich, wie man Umgestürztes aufrichtet, Verborgenes enthüllt, einem Verirrten den Weg zeigt, im Finstern Licht macht, damit man die Dinge sehen kann. So hat der Erleuchtete durch mancherlei Darlegungen die Wahrheit verkündet. Uns begegnet kein Buddha, mindestens kein Buddha in diesem Sinne. Und trotzdem können wir echte Kommunikation erleben. In den FWBO haben wir zum Beispiel, was wir Kommunikationsübungen nennen. Sehr einfache Übungen, von denen man versucht, einfach zu schauen. Einfach einen anderen Menschen zu sehen. Und durch einfache Laute auch in Kontakt mit einem zu kommen. Und was kommt da raus? Was häufig passiert, erstens ist, dass die Leute es peinlich finden, einfach einem anderen gegenüber zu sitzen und direkt anzuschauen, ohne Interesse zu haben, die andere Person zu verführen. Wie häufig tun wir das? Und zweitens, Langeweile tritt ein. Naja, was tue ich? Ich kenne schon seine Haarfarbe oder es interessiert mich nicht. Und ich sitze da und warte ab, bis geklingelt wird und diese verdammte Übung vorbei ist. Und drittens, vielleicht weil es langweilig ist, fängt man dann an, Spielchen zu machen. Ich kann mich erinnern, wie ich mich so vorgestellt habe, wie so ein Kasten von meinem Kopf zu seinem Kopf gegangen ist oder hin oder her. Es gibt viel interessantere Varianten daran, die ich über die Jahre auch gehört habe. Es kann aber sein, dass man plötzlich das Gefühl hat, dass man ehrlich wird. Ehrlich wie kaum je zuvor im Leben. Von sich auszugehen, wie kaum zuvor im Leben. Sich zeigen zu können, wie nie vorher. Sich zeigen zu dürfen. Sich wahrhaftig auszudrücken. Und es ist eine große Erleichterung, eine große Befreiung der Energie. Und häufig hilft es einfach, wenn die andere Person einfach so sanft da ist, bereit anzunehmen, bereit zu kommunizieren, herauszufordern und zu unterstützen. Es braucht nicht durch solche Kommunikationsübungen stattzufinden. Hoffentlich ist man nicht davon abhängig. Aber was passiert, egal wie, aber was passiert, wenn man mit einer Person kommuniziert? Mit einer Person kommuniziert, die weiterentwickelt ist oder erheblich weiterentwickelt ist, die mehr Klarheit entwickelt hat, mehr Mitgefühl, der schlicht gesagt ein größerer Geist ist. Mit so einem Mensch zu kommunizieren, dann spürt man eine Diskrepanz, wenn man will, zwischen dem kleineren Geist, was man hat, und dem größeren Geist, was die andere Person ist. Man erlebt vielleicht zum ersten Mal, dass der eigene Geist so relativ gesehen etwas kleiner ist.
Es kann erschüttern. Es kann sein, aber dass wir den Sprung schaffen. Möglicherweise hilft ein Vergleich. Stellen wir uns einen Mann vor, der sehr schüchtern ist, der sehr isoliert gelebt hat, so etwas verstört ist. Für ihn, irgendjemanden einfach in die Augen zu schauen, kann eine Riesenherausforderung sein. Es fordert eine sehr große Öffnung von ihm. Er muss weit über seinem gewöhnlichen Niveau von Kommunikation und Dasein herausgehen, um irgendjemanden wirklich anzuschauen und sich so weit zu öffnen. Mit einem großen Lehrer kann es sein, dass er nicht ausdrücklich herausfordert. Anscheinend fordert er nichts, er ist einfach freundlich und gütig und redet möglicherweise über Alltägliches. Aber nach einer Weile kommt ein vielleicht unangenehmes Gefühl hoch, dass seine Augen sehr, sehr viel sehen, vielleicht zu viel sehen, zu viel von mir sehen und dass er selber nichts verbirgt. Aber diese grenzenlose Offenheit flößt etwas Furcht in mich ein. Es ist tatsächlich eine Forderung. Bin ich bereit? Bin ich stark genug, den Sprung in diese weitere Dimension der Offenheit, der Ehrlichkeit, der Kommunikation zu wagen? Normalerweise sind unsere Kontakte im Sangha nicht mit Menschen, die so ein gutes Stück weiter entwickelt sind als wir. Also was sind dann Zweck und Nutzen des Sangha, der spirituellen Gemeinschaft im üblichen Sinne? Vermutlich ist es schon klar von dem, was ich gesagt habe. Die Sangha leistet Hilfe, gibt Unterstützung auf dem Wege. Und zweitens Kommunikation, die selber ein unerlässliches Mittel der Entwicklung ist. Ein bisschen wie ein Vorverdichter in einem frisierten Wagen. Aber jetzt können wir weitergehen und sagen, dass der Sangha, die spirituelle Gemeinschaft, nicht nur Hilfe empfängt, sondern auch anderen hilft. Wir haben es vermutlich alle erlebt, wie aus unserer eigenen, egal wie beschränkte Erfahrung, doch imstande sind, nützlichen Rat einigen, mindestens manchmal, zu geben. Es ist auch möglich, ohne so große spirituelle Meister zu sein, anderen zu helfen, einfach indem man positiv ist, indem man freundlich ist. Und auch, was häufig unterschätzt wird, aber auch eine sehr wichtige spirituelle Rolle spielt, indem man zuhört, indem man Ohr spielt. Aber da stellt sich möglicherweise eine andere Frage. Warum? Warum soll ich aber anderen auf dem Wege helfen? Habe ich nicht genug zu tun, um meine eigene Entwicklung voranzutreiben? Suche ich nicht Erleuchtung für mich selber? Die Antwort wird etwas klarer, wenn wir eine sehr wichtige Meditationspraktik kurz anschauen. Eine Praktik, die für die eigene Entwicklung sehr wichtig ist. Die Metta-Bhavana oder Entwicklung von allgegenwärtiger liebevoller Güte. Dies ist eine Meditation, die aus den frühesten Schichten des Buddhismus kommt und in der einen oder anderen Form oder Abwandlung in sehr vielen Formen des Buddhismus zu finden ist. Eine grundlegende Erfahrung, die sehr viele Menschen haben mit dieser Meditation, auch wenn sie nicht besonders tief, nicht besonders stark meditieren, ist, dass sie einen Wunsch entwickeln, einen Wunsch hegen wirklich, dass es anderen gut geht, dass andere sich auch entwickeln. Und wenn dieser Wunsch, dieses Gefühl echt ist, dann spürt man es auch außerhalb der formellen Meditation und wird dann danach handeln. Also gibt es eine Verquickung zwischen persönlicher Entwicklung und anderen helfen. Persönliche Entwicklung und die Entwicklung anderer Lebewesen sind verflochten. Aber trotzdem gibt es ein praktisches Problem, eine praktische Schwierigkeit. Und zwar, auch wenn ich theoretisch das Problem gelöst habe, warum ich anderen helfen soll, muss ich mich immer noch motivieren. Motivieren, mich zu bemühen. Ja, ich spüre meine Unzufriedenheit, aber es ist sehr, sehr schön zu schlafen. Ich will mich mit Hilfe meiner Meditation, unter anderem, mich verbessern sozusagen und anderen helfen, aber es ist auch schön, mich zu unterhalten und abzulenken. Die Antwort besteht zum Teil darin, dass man lernen muss, sich selbst nicht zu verleugnen, aber gleichzeitig die eigenen egoistischen Selbstinteressen aus dem Vordergrund zu nehmen. Eine Gratwanderung. Man muss sozusagen, ohne sich selber zu verleugnen, Raum da vorn zu schaffen, wo man normalerweise an sich selbst denkt, für andere, für die Bedürfnisse von anderen, für ihre Meditation, für ihren Fortschritt.
Und Wunder, oh Wunder, dann erlebt man selber Fortschritt. Man entwickelt sich selber mehr. Das heißt, dass geschicktes, gekonntes, selbstloses Handeln zu persönlicher Entwicklung führt. Die eher metaphysische Antwort des Buddhismus, warum sowas funktioniert, besteht in einer Einsicht. Jeder von uns erlebt sich selber als eine Einheit und alle anderen als externe, als andere Einheiten. Das heißt, es gibt eine Kluft zwischen uns selbst und anderen, zwischen dem Erlebenden und dem Erlebten, zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Wenn wir uns selber und unsere Erfahrung genauer beobachten, wie wir andere Menschen erleben, werden wir das merken. Wenn wir uns beobachten, wie wichtig ist es für uns, dass unser Schmerz aufhört, wie wichtig ist es für uns, dass Schmerz von anderen aufhört, dann merken wir einen qualitativen Unterschied. Wie es uns geht, ist es uns viel wichtiger. Es ist, als ob wir wirklich nur uns selber als echte Menschen, als volle Lebewesen wahrnehmen. Und der Grund ist wegen dieser starken Kluft, dieser Kluft zwischen uns selbst und anderen in unserer Wahrnehmung. Durch diese dualistische, das dualistische Erleben von sich selber und dem Rest des Kosmos. Aber der Dharma lehrt, der Buddha lehrt, dass dies letztendlich nicht wahr ist. Dass es eigentlich keine solche Trennung gibt. Es ist ein Bestandteil der Erleuchtungserfahrung, dies einzusehen. Hiermit möchte ich nicht sagen, dass wir alles so ein Brei sind, sondern dass wir sowohl unabhängige Wesen sind, als auch verbunden, ja sogar austauschbar sind. Und dies findet Ausdruck in der Lehre der verschiedenen Weisheiten. Es gibt eine Lehre von 5 Erkenntnissen oder 5 Weisheiten. Und die 2 Weisheiten, die hier besonders wichtig sind, welche ein Buddha erlangt, um Erleuchtung zu erlangen, sind die Weisheit, also erstens die alles unterscheidende Weisheit. Und dadurch sieht ein Buddha, ein Mensch, die Einmaligkeit von jedem Menschen, von jedem Lebewesen, die Verschiedenheit, dass jeder ein Unikum ist. Aber gleichzeitig durch die Weisheit der Wesensgleichheit sieht er die Einheit von allem im Universum. Dass Lebewesen nicht voneinander getrennt sind, dass sie tatsächlich austauschbar sind, dass metaphysisch gesehen sie wirklich eine Natur ist, die letztendlich keine Natur ist. Und ein Buddha sieht beides gleichzeitig. Und dadurch kann man behaupten, dass es kein privates Nirvana gibt, dass eine private Erlösung für sich selbst nicht möglich ist. Der einzige Weg ist Erleuchtung zum Wohle aller anzustreben, dass man sich um den Wohl von aller Lebewesen kümmert. Und was bedeutet das in der Praxis? Wie sieht die Praxis da aus? Naja, auf der einen Seite meditiert man. Studiert man buddhistische Lehren und Texte. Man geht auf Meditationsklausuren. Man übt Achtsamkeit und Ethik. Und man arbeitet direkt an sich selber. So. Und sozusagen indirekt an anderen. Und indem man den eigenen Geist erhebt, ist man mehr imstande, anderen zu helfen. Gleichzeitig aber versucht man Dana, Großzügigkeit zu üben. Anderen zu dienen und zu helfen. Etwas zu tun, wie ein buddhistisches Zentrum aufzubauen. Sich sehr bewusst zurückzustecken. Man arbeitet sozusagen für andere und indirekt an sich selber. Und die 2 Arten ergänzen einander. In der Meditation, die ich früher erwähnt habe, in der Entwicklung von liebevoller Güte, in der Metta-Bhavana, im letzten Abschnitt fängt man an, indem man 4 Arten von Menschen, 4 Menschen, wenn man will, Typen, 4 Beispiele nimmt und versucht, ein Gefühl von liebevoller Güte für alle gleich stark zu entwickeln. Und ein traditionelles Bild dafür, was gegeben wird, ist, dass man sich vorstellt, dass man in einer Lichtung im Dschungel ist und dass plötzlich mörderische Diebe die 4 Leute überfällt. Dazu muss ich sagen, dass man selber eine der 4 ist und die anderen 3 ein Freund, ein Feind und eine neutrale Person sind. Und die Diebe, weil sie zu einem mörderischen Kult gehören, verlangen das Leben von einem als Opfergabe, ein Menschenopfer. Und du persönlich musst entscheiden, wer geopfert wird. Und man versucht, durch diese Spannung, wenn man will, zwischen dem Wohl von sich selber und dem Wohl von anderen, zu entscheiden. Und die traditionelle Antwort ist, wenn du wirklich diese liebevolle Güte voll entwickelst, bist du nicht imstande. Emotional kannst du niemanden vorziehen, weil du alle genauso lieb hast.
Letztendlich sagen die Kommentatoren, sollst du dich selber aufopfern, aber auf keinen Fall, weil du dich selber hast, sondern einfach aus einer guten Methode, den eigenen Egoismus abzuschwächen. Und so kommen wir in ein Gebiet hinein, was tut der Sangha für die Welt? Erstens, sehr wichtig, bietet der Sangha die Möglichkeit der spirituellen Entwicklung an. Was man Dharma Dana nennt. Geschenk vom Dharma, Geschenk von der Lehre, die zur Erleuchtung führt. Das ist der Grund für dieses buddhistische Zentrum. Das ist der Grund für diese buddhistische Bewegung. Also der Sangha bietet die Möglichkeit von spiritueller Entwicklung an. Aber zweitens, manche fragen, hat nicht die Welt größere Probleme, materielle Probleme wie Hunger und Armut? Und die Antwort ist, dass der Sangha diese Probleme am allergründlichsten anpackt. Und zwar an ihren Wurzeln. Andersrum gesagt, die Wurzeln von diesen schweren materiellen Leiden sind Unerleuchtung, Unwissenheit. Das ist das Grundübel, Quelle aller Armut, Elend und Leid. Und der Sangha bietet ein Mittel, einen Weg zur Erleuchtung an. Ein Weg, um die Geisteszustände zu beseitigen, welche die ganze Elend hervorbringen. Um Geisteszustände zu beseitigen, wie Gier, wie Angst, wie Verblendung, wie Hass und Unzufriedenheit. Aber unmittelbar versuchen Mitglieder der Sangha doch das materielle Leid zu lindern. Also in dieser buddhistischen Bewegung und in vielen anderen gibt es Projekte, wo man versucht, ob im Westen oder in Asien so Leuten zu helfen, die in schweren materiellen Situationen sind. Also die zweite Sache, was der Sangha für die Welt tut, ist, diese Probleme zu lindern. Aber merke, lindern. Drittens, vermutlich das Wichtigste, was der Sangha tut, ist bloß da zu sein, bloß zu existieren. Schon das ist ein großes Geschenk für die Welt. Der Buddha hat behauptet, dass alle Weltlinge, alle normalen Menschen wahnsinnig sind, geisteskrank sind. Also, dem Buddha nach sind wir alle verrückt. Wir sind verrückt, weil gleichzeitig, dass wir unbefriedigt sind und leiden, trotzdem ganz hartnäckig gehen wir denselben Sachen nach, von denen wir wissen, dass sie uns nicht befriedigen. Aus eigener Erfahrung haben wir erlebt, dass gewisse Sachen uns nicht Glück geben und trotzdem wollen wir sie wieder und wieder und mehr haben. Ist das nicht verrückt? Was der Sangha anbietet, ist eine Korrektur zu diesem Massenwahn, zum Massenwahn der Welt, zur Massenjagd nach dem Unbefriedigenden. Der Sangha bietet die einzige echte Alternative an. Heute sind wir einen langen Weg gegangen, also versuche ich etwas zusammenzufassen. Wir haben gesehen, was Erleuchtung ist, oder mindestens das Wenige, was man über Erleuchtung sagen kann, was die drei Juwelen sind, der Buddha, der Dharma und der Sangha, das Ziel, der Weg und die spirituelle Gemeinschaft. Und gesehen, dass der Sangha nicht eine Gruppe ist, eher eine Bruderschaft, beziehungsweise was ich eine Kommunalität oder Gemeinschaftlichkeit genannt habe, unter Mitstrebenden. Die Mitglieder dieser Gemeinschaft sind individuelle Menschen, Individuen, die den Entschluss gefasst haben, das Weltliche zu verlassen, um ihr Heil im Spirituellen, im Geistigen, im Jagd nach Vollkommenheit zu versuchen. Und voneinander bekommen solche Menschen gegenseitige Hilfe, Rat, Inspiration, Ermutigung. Miteinander pflegen sie echte Kommunikation, eine Kommunikation, ein Rapport, was fordernde, gegenseitige, existenzielle Offenheit einschließt und bedeutet. Diese Kommunikation und diese Sangha bilden keine Nebensache auf dem Weg nach Erleuchtung, sind stattdessen ein sehr wesentlicher Bestandteil. Sie sind ein Bestandteil, weil es letztendlich kein privates Nirvana gibt. Nur mit und für andere und für sich selber kann man Erleuchtung anstreben. Für die Welt tut der Sangha Verschiedenes. Der Sangha gibt den Dharma. Der Sangha gibt Materielles. Und am besten existiert einfach der Sangha. Es ist vermutlich klar, es ist hoffentlich klar von dem, was ich gesagt habe, dass der Sangha nicht bloß eine Anzahl von Menschen ist. Der Sangha besteht aus Menschen und aus ihrer Kommunikation im höchsten Sinne. Ich möchte euch mit einem traditionellen Bild lassen. Und zwar aus dem Vajrayana, aus dem tantrischen Buddhismus. Mit einem Symbol für den Sangha.
Dieses Symbol ist ein Dakini, eine weibliche Figur, eine wilde Mänade, gleichzeitig göttlich und dämonisch, manchmal als Himmelstänzerin übersetzt, eine Figur, die im weiten Himmel, im Raum zu Hause ist, die keine Hindernisse erlebt, die volle Freiheit genießt. Die Dakini genießt die volle Freiheit des Dharma. Und diese Figur repräsentiert die Gesamtheit aller Energien des Geistes, des befreiten Geistes, der freien Kommunikation. Der Sangha ist wie die Dakini, letztendlich wild und frei, wie die Dakini, die im Himmel tanzt und tanzt und tanzt, mit unerschöpflicher Energie, unerschöpflich, weil ihr Geist frei ist. Der Sangha bietet die Freiheit des Geistes an. Wenn irgendjemand eine Frage hat? Oh, ja. Sag mal, Priya, du hast gesagt, der Sangha besteht aus Individuen, aber nicht aus Individualisten. Theoretisch. Theoretisch bewahrt jeder seine Individualität in Eintracht mit anderen. Da der Sangha aber ja nun aus Leuten, aus Menschen besteht, ja, die weder Erleuchtete noch Halberleuchtete sind, sozusagen ist die Realität ja, dass man anfängt, der Sangha anfängt zu existieren aus Menschen, die entweder Individualisten sind oder Gruppenmitglieder, ja? Gruppentiere, kann man vielleicht auch sagen. Was sind denn die Instrumente oder was sind die Mittel, die Wege sozusagen, um aus diesen Anfangssituationen von Individualismus und Gruppenorientierung, Gruppenabhängigkeit, ja, einen Sangha zu formieren, der das, was du als theoretisches Ideal formuliert hast, realisiert. So, Sangha existiert auf verschiedenen Stufen. Ich habe sehr flüchtig den Arya Sangha, den edlen Sangha erwähnt, von denjenigen, die nicht länger zurückfallen können, die transzendente Weisheit erlangt haben. Und in gewissem Maße, das, was ich erwähnt habe, ist ein Ideal für Menschen, die keine solche Weisheit haben. Andersrum gesagt, das, was wir häufig Sangha nennen, ist kein Sangha. Genau weil wir allzu häufig, ich möchte nicht normalerweise sagen, obwohl das vielleicht der Fall ist, uns allzu häufig wie, was hast du gesagt, Gruppentiere? Wie Gruppentiere oder wie Individualisten benehmen. Und in diesem Sinne dann, egal was der Titel besagt, sind wir kein Sangha. Wir sind vielleicht eine wohlwollende Gruppe oder eine Gruppe von Menschen oder verschiedenen Gruppen, die versuchen wohlwollend zu sein oder versuchen Sangha zu sein. Also es ist nicht im eigentlichen Sinne ein Sangha, wenn man sich so benimmt, wie du es beschrieben hast. Also wie kann man es entwickeln, sodass es mehr Sangha wird? Ich glaube, dass eigentlich ich einige der Mittel erwähnt habe. Man könnte sehr, sehr schlicht sagen, indem man tatsächlich versucht, Sangha zu sein. Sprich, versucht, mehr in diesem Sinne zu kommunizieren, wie ich gesagt habe. Also versucht, mehr in diesem waghalsigen Sinne zu kommunizieren, sich zu offenbaren. Also die ganzen Bereich von dem, was ich über Kommunikation gesagt habe. Was ich über die Metta-Bhavana gesagt habe, über die Meditation von liebevoller Güte. Indem man wirklich versucht, nicht nur positive, schöne Emotionen zu erleben, sondern auch sie so stark zu erleben, dass man allmählich mehr und mehr imstande ist, zu sagen über den letzten Abschnitt, ja, ich kann nicht emotional entscheiden, welche dieser vier Menschen aufgeopfert werden müsste. Dass man das ehrlich sagen könnte. Also, dass man, das sind so zwei mit, würde ich sagen, allgemeine Richtungen. Und auch etwas, was vielleicht implizit drin war, und zwar durch Achtsamkeit, indem man wirklich beobachtet und danach handelt. Man merkt, man erlebt, was tatsächlich abläuft in den Begegnungen mit anderen. Ein anderes Element, was ich, glaube ich, sehr flüchtig erwähnt habe, wenn überhaupt, ist einfach, dass man die Ideale im Vordergrund hat. Die Gründe, warum man überhaupt zusammen ist mit den anderen. Vielleicht auch ein sehr wichtiger Faktor ist, nicht entmutigt zu sein, wenn man wieder merkt, vielleicht zum 100. Mal, dass man sich wie ein Gruppentier oder tierischen Individualisten wieder benommen hat, statt wie ein menschliches Individuum. Und nicht zu verzagen, sondern einfach, weil man versagt hat, sondern einfach wieder zu versuchen, mit neuem Mut. Wenn das nicht sehr griffig klingt,
Ist es nicht, weil sehr viel von der individuellen Situation abhängt. Wie würdest du einen Individualisten beschreiben? Meine erste Antwort ist das amerikanische Ideal. Aber das ist vielleicht, weil ich Kanadier bin. Aber es ist nicht nur deshalb. Es hat einige Untersuchungen gegeben. Also es gibt einen Wunsch, mindestens in manchen Menschen und mindestens in manchen Kulturen, dass man irgendwie alleine völlig selbstständig ist. Dass man nicht von anderen abhängig ist. Aber ohne, dass man sich selber wirklich spirituell entwickelt. Sangharakshita beschreibt es als eine Gruppe von eins. Manchmal. Also man hat all die Merkmale von einem Gruppenabhängigen, dass man von einer sozialen Gruppe abhängig ist, aber man definiert selber die Regeln der Gruppe. Das ist so eine Möglichkeit, es so zu verstehen. Die typischen Helden von amerikanischen Actionfilmen sind Individualisten, also anscheinend stark und unbesiegbar und ziemlich kindisch gleichzeitig. Eine andere Art von Individualist ist einfach das mächtigste Mitglied in irgendeinem sozialen Gefüge, in einer sozialen Gruppe. Vermutlich viele Politiker, die so starke Persönlichkeiten haben, die stark auftreten können, sind einfach Individualisten in diesem Sinne. Dass sie verschwinden nicht in der Gruppe, die sind nicht gesichtslose Schafe. Aber wie bedeutungsvoll sind die Unterschiede? Bringen diese Unterschiede ihnen mehr Glück, anderen Menschen mehr Freude? Nicht sehr zweifelhaft. Und aus meinen eigenen Versuchen in diese Richtung, die nicht einzigartig sind, vermute ich, dass man sich eigentlich sehr viel Leidenschaft, indem man versucht, an diese Pseudo-Unabhängigkeit zu schaffen. Man sagt Buddha, Dharma und Sangha. Warum die dritte Stelle? Sangha. Warum an dritter Stelle? Ja. Ah. Und die Bedeutung der Farben, der verschiedenen Farben, die Also in einer traditionellen Auslegung, die ich gesehen habe, wird gesagt, der Buddha ist zentral, in gewisser Maße Erleuchtung ist zentral, es dreht sich um Erleuchtung. Alles dreht sich um Erleuchtung und Dharma ist einfach die Prinzipien, die zu Erleuchtung führen, wenn man so auslegt. Und Sangha dann die Gemeinschaft dazu. Und in gewisser Maße kannst du Sangha nicht haben, ohne die anderen zwei Ideale, in diesem Sinne an dritter Stelle. Ein Bild, das Sangharakshita benutzt, ist es wie ein Kreis. Mittelpunkt des Kreises ist der Buddha. Der Radius ist sozusagen der Dharma, der Weg zur Mitte, so eine Linie am Radius, ist der Weg zum Mittelpunkt. Und der Kreis außenrum ist der Sangha. Aber es soll kein statisches Bild sein. Es ist, als ob gewisse Teile vom äußeren Rand sich ständig nach innen bewegen, hoffentlich. Es gibt auch eine andere traditionelle Beschreibung, was sagt, dass Dharma primär ist. Und Buddha so als eine der Dharma, also die Wahrheit verwirklicht. Aber es ist vielleicht, kommt Sangha so an dritte Stelle, weil es vielleicht viel schwieriger zu verstehen ist. Ich finde, es ist sehr schwierig zu verstehen, was Sangha tatsächlich ist. Also diese Sprache, die bei den letzten Fragen aufgetaucht ist, von Individuum, von Individualisten, von Gruppe, ist nicht eine traditionelle Sprache, aber eine, die Sangharakshita eingeführt hat, die ich sehr hilfreich finde und viele andere Menschen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass besonders in diesem Bereich von Sangha so eine weitere Sprache reingebracht wird. Weil es so schwierig ist, tatsächlich zu verstehen, was Sangha ist. Häufig liest man meines Erachtens ziemlich plumpe Antworten wie, ja, es sind die Mitglieder, die Laien und die Mönche oder nur die Mönche, die auf dem Wege zur Erleuchtung sind. Was überhaupt nicht erklärt, warum es so einen Stellenwert haben sollte. Mindestens ist es vielleicht eine theoretische Erklärung, aber völlig unüberzeugend. Die Farben, die goldene Farbe des Buddha. Vielleicht ist es offensichtlich, warum Erleuchtung so die Farbe von Gold hat. Man kann auch Vermutungen stellen, also es gibt, der Buddha ist im spirituellen Kosmos Mittelpunkt, genau wie die Sonne Mittelpunkt im Kosmos von einem primitiven Menschen, wie er das Universum anschaut. Gold ist auch so hell und leuchtend. Viele Beschreibungen des historischen Buddha beschreiben ihn, als ob er wirklich goldene Farbe hätte. Seine Haut und so weiter. Also es gibt diese starke Verbindung zwischen einem Erleuchteten und der Farbe Gold. Ja. Dharma Blau, weil sehr häufig wird die Wahrheit mit dem unendlichen Raum des Himmels verglichen. Und wenn man in einem trockenen Land ist, hat der Himmel diese tiefe Blaufarbe, die sehr attraktiv ist. Und wenn man will,
etwas Mysteriöses an sich hat. Und es gibt diese Verbindung zwischen dem unendlichen Raum und dem Dharma, in diesem Sinne, und Wahrheit. Sangha ist rot, also sehr traditionell die Farbe von Liebe. Also die Farbe, also was Sangha ausmachen soll. Wenn man will, man kann es ein bisschen weiter übertragen, die Farbe von Menschlichkeit.